besser geht's ja nicht. Ein wunderbarer Abend mit herrlichem Wetter. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt an den Kommentatorenplätzen. Wie gewohnt, Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte für euch am Start. So, auf dem Programm haben wir heute für Sie ein Rivals-Spiel. Kann er den jetzt reinmachen? Och, das war Pech. Setzt den Ball aus kurzer Entfernung knapp daneben. See schießt einfach mal. Er ist gehalten, aber immer noch heiß der Ball. Also das war ein Angriff, das war gefühlt schon ein Tor. Aber dann diese Doppeltat vom Keeper. Ja, vor allem die erste. Alter Schwede. Und wir sehen mal wieder, Schmiso, wie wichtig es ist, jemanden von absoluter Extraklasse im eigenen Tor zu haben. Die erste Parade, bin ich komplett bei dir. Weltklasse. Ja, das ist ein guter Ball. Die Dons mit folgender Startaufstellung. Im Tor ist Jorge Campos. Das ist eine gute Gelegenheit. Das ist ein guter Block. Und der Ball ist weg. Und das ist super gehalten, das Ding. Mal gucken, wie gut kommt die Ecke. Und was ein Start, da ist das Tor. Direkt die Führung. Schön steil gespielt, sieht gut aus. Ach, und dann so ein bisschen verzettelt. Noch nicht ausreichend geklärt. Ja, Angriff sah nicht so schlecht aus, wird aber noch nichts draus. Ins Ausgeklärt, das gibt Einwurf. Erling Haaland. Sehr guter Ball. Und den spielt er richtig gut. Zanetti. Und jetzt die Chance. Torwart, sehr gut gehalten. Paulo Futre. Ja, das Stellungsspiel. Ideal, Angriff beendet. Rodman. Haaland, Platz. Aus der Luft, direkt genommen und reingezimmert. Das ist ein Megator. Also, weiter geht's. 2-0 steht's hier. Gutes und gefährliches Zuspiel. Und dann Thomas Brolin. Das ist gut gespielt, aber was wird jetzt draus? Ja, das war gute Arbeit gegen den Ball. Abwehr holt sich den. Oh, das ist ein gefährlicher Ball. Sie bekommen den Einwurf. Fängt er gut ab, Declan Rice hat diesen Pass. Oh, der Pass sieht gut aus. Ausfausten diesen Ball. Spiel geht mit einem Einwurf weiter. Dalot. Guter Pass wird vielleicht was. Jetzt die Chance. Und es gelingt ihnen fast alles. Jetzt sind es schon 3 Tore plus. Und dann Thomas Brolin. Na, immer ein bisschen Risiko. Zweikampf im Strafraum, aber gut gemacht. Zur Fortsetzung. Paul
volle Fute. Da ist hier die Riesenchance. Ja, schön gehalten. Haaland. Rice. Oh, und wenn der Ball angekommen wäre, das wäre gefährlich geworden. Rodman und Haaland. Ja, nee. Zum Ball, der ist kein Problem. Nee, der Ball kommt nicht an. Auf der Außenbahn wäre Platz für Broly. Und da sind mehrere Abnehmer bereit. Er hat den Ball, er hat direkt Druck. Ball ist im Tor. Wir gucken uns das Tor noch mal an. Erst die Flanke und dann einfach mal draufgehalten. Was für eine Direktabnahme. Da gibt es überhaupt nichts zu halten. Guter Angriff. Was machen Sie draus? Ballbesitz wechselt. Den Pass hat sie clever gespielt. Es gibt die Ecke. Ecke kommt. Wer kann verwerten? So, da hören wir den Pfiff. Der erste Durchgang ist durch. So, die Dons gehen mit diesem klaren Rückstand rein in Halbzeit Nummer 2. Mal gucken, wie sehr sie sich steigern. Ganz wichtig, dieser Ballgewinn im letzten Moment. Wunderbar in den Raum reingehoben. Und Haaland, so einen macht er doch nochmal immer. Szene ist immer noch heiß. Dann ist er drin. Was eine Sequenz. Guter Abschluss. Super Parade. Und im zweiten Versuch dann doch das Tor. Ja, das ist genau der richtige Ball. Und dann machen sie das Ding. Und jetzt steht es hier. 4:2 mit dem Spielstand. Machen wir weiter. Rice. Leert jetzt aus, Einwurf. Vorteil. Bisschen Platz für eine Hereingabe. Und der ist geklärt, der Ball, kein Problem mit der Flanke. Das ist ein gefährlicher Ball. Da Thomas Broly. Ah, sie haben ein bisschen Platz, sie haben ein bisschen Zeit zum Konter. Ja, der hätte gefährlich werden können, der Konter. Spielen sie nicht sauber genug, Ball ist weg. Lässt den Ball gut laufen. Und der Torwart ist da und pariert diesen Schuss. Das wäre sein Doppelpack gewesen. Parade, völlig in Ordnung. Abschluss, so lala, würde ich sagen. Da kann er nicht mehr draus machen. Und da darfst du den Ball eigentlich nicht verlieren. Umschaltmoment möglich. So, jetzt schauen wir ganz genau. Na, den kann er rausfausten, diesen Ball. Paulo Futre. Und dann Jogo Dalot. Und dann ist der Ball weg. Gut gespielt von den Dons bis hierher. Oh, der Abwehr überlupft, der sieht sehr gut aus. Und jetzt muss es schnell gehen. Schön in den freien Raum mit ganz viel Auge. Er steht so oft richtig. So, auch jetzt Alessandro Nesta.
Ja, guter Pass weggestanden. Und hat das Auge für den freien Raum. Finden hier Frank Lampard. Jetzt können sie den Anschluss machen. Und da ist das Tor. Eine unfassbare Aufholjagd. Ein einziger Treffer fehlt noch. Und so wie die jetzt gerade spielen, ist auch das noch möglich. Da haben sie jetzt die Chance. Der Ball rausgefaustet aus der Gefahrzone. Und da holt er den Ball mit diesem Tackling. Da lassen sie Thomas Brolin viel Platz auf dem Platz. Haji. Das ist Zweikampfstärke. Das wäre richtig gefährlich geworden, aber er steht da ideal. Ja, da ist ein bisschen Platz. Spielen Sie schnell genug. Das kann jetzt eine Riesenchance werden. Nee, da kommen Sie nicht vorbei. So, wir schauen auf die Uhr. Viertelstunde geht dieses Spiel. Und Haaland, so einen macht er doch noch. Also beide Mannschaften jetzt mit wechseln. Bringt den Eckball in die Mitte. Ja, fängt da die Ecke ab. Ball kam zu nah ans Tor. Mohamed Salah. Super gespielt hinter die Kette. Gut geklärt. Alles wieder ruhig. Ja, Boys schieben nochmal nach vorne an. Flanke auf den zweiten Pfosten. Und das ist das dritte. Unglaublich, ein Tag, an dem alles geht. So, wir machen weiter und es steht wirklich 5:3. Smolarek, gut den Körper reingestellt und den Ball geholt. Freiraum auf dem Flügel wäre da. Morgen. Nein, der Ball ganz sicher raus aus der Gefahrenzone. Ganz früh gestört und den Ball hoch gewonnen. Den könnte er jetzt reinbringen. Und der Abschluss. Der ist nicht drin. Super Parade. Jetzt der Eckball. In die Mitte. Und der ist geblockt auf der Linie. Erling Haaland. Chance von der Reingabe. Gefordert im eigenen Strafraum und absolut abgeliefert. Das riecht hier nach einem klaren Heimsieg. Ein paar Minuten noch, die haben hier alles im Griff. Sie sind heute einfach die bessere Mannschaft. Sie spielen ihre Stärken aus und so erklärt sich dann auch diese Zwei-Tore-Führung. Das ist schon ziemlich souverän, was die hier veranstalten. Jetzt gibt es hier den Einwurf. Nachspielzeit ist eine Minute. Ja, Automatismen funktionieren. Es ist immer jemand für ihn da. Jetzt können sie den Anschlusstreffer machen. So, und das war's. Diese Partie geht an die Heimat.